5 Milliarden Menschen weltweit haben keinen Zugang zu sicherer und professioneller chirurgischer Hilfe. 5 Milliarden Männer, Frauen und Kinder wie Sie und ich. Allein diese Zahlen begründen unseren Einsatz. Wenn ich beobachte, wie die Menschen bei uns ankommen mit ihren bisher unbehandelten Krankheitsbildern und sie dann die geeignete Behandlung erhalten, wird Hoffnung für sie greifbar nah. Und wenn das passiert, können sie voller Zuversicht in die Zukunft blicken. Weil sie diese Veränderung gesehen haben, bekamen sie auch wieder den Mut zu vertrauen und zu glauben, dass sie ihre Zukunft verändern können. Wir machen nicht nur chirurgische Eingriffe, sondern wenn das Schiff den Hafen wieder verlässt, hinterlassen wir eine ganze Gruppe von Menschen, die geschult sind. Das Ziel ist es, die vorhandene Gesundheitsversorgung in unseren Einsatzländern zu verbessern, sodass es nachhaltig wirkt, nachdem wir weg sind. Das Schiff ist die Verbindung zwischen dem Ist- und dem Soll-Zustand. Wir kümmern uns um den dringenden Bedarf vor Ort und gleichzeitig investieren wir in die Zukunft dieses Landes. Das hat mir die Augen geöffnet für Menschen, die keine Wahlmöglichkeit haben und sich unfähig fühlen, etwas gegen ihren Zustand zu unternehmen. Diese Menschen, die nichts haben, bekommen schließlich die Chance, dass etwas für sie getan werden kann. Menschen, die ihr ganzes Leben ein Nein erfahren haben, hören zu guter Letzt ein Ja. Das ist lebensverändernd.